Die ersten einfachen Adventskalender waren einfach 24 Striche an der Wand, die die Kinder täglich wegwischten. Eine andere Form bestand darin, täglich kleine Bilder an das Fenster zu kleben oder abzunehmen. 1902 wurden in Deutschland die ersten Adventskalender mit Türchen produziert. Johann Hinrich Wichern hat 1839 den Adventskranz erfunden. Sein Adventskranz war ein Wagenrad mit 24 Kerzen, 4 große weiße für die Sonntage und 20 kleine rote für die Werktage.